Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um den ersten Teil meiner Rache des Subs gehen. Ich habe das zwar im letzten Jahr auch schon gemacht, habe da aber eigentlich nie Videos zu gemacht, beziehungsweise nur am Anfang, weil ich die Bücher, die ich gelesen habe, nicht einblenden kann. Also ich kann nicht mit euch die Neuzugänge durchgehen, habe mir jetzt aber gedacht, ich möchte trotzdem über diese Bücher sprechen. Und zeige euch deswegen jetzt jeden Monat einfach die, die noch übrig sind, also die, die noch ungelesen sind aus den Neuzugängen vom Januar 2020 und die auf jeden Fall entweder gelesen werden oder aussortiert werden. Also reinlesen werde ich auf jeden Fall. Und für den Januar 2021 sind das daher jetzt vier Bücher, die noch ungelesen sind und die möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Zum einen ungelesen ist von Brittany C. Sherry Deine Worte in meiner Seele und das ist eigentlich Verliebt in Mr. Daniels. Das liegt immer noch ungelesen bei mir. Das ist jetzt die neuere Ausgabe, deswegen auch der andere Titel, aber es ist wohl dieselbe Geschichte. Es geht hier um Daniel und Ashlyn und ja, sie hat ihre Schwester verloren, ihre Zwillingsschwester Gabby stirbt und ab da ist natürlich für Ashlyn alles anders. Muss man gerade selbst gucken. Und es geht dann halt um ihren Lehrer Mr. Daniels, in den sie sich anscheinend verliebt. Und mehr kann ich da auch gar nicht zu sagen, aber ich bin sehr gespannt auf die Geschichte, denn es ist ja eines der ersten Bücher von Brittany C. Sherry und wenn nicht sogar ihr Debüt, das weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall eines der ersten Bücher von ihr und ich denke, das werde ich auf jeden Fall lesen oder hören. Dann war noch im Januar 2020 bei mir eingezogen von Jay Kronover In seiner Stimme, in seinen Augen ist der erste Teil, den habe ich letztes Jahr gelesen. Und ich habe gehört, dieses gibt es jetzt auch als BookBeat-Hörbuch. Und ich denke, ich werde es hören. Und hier geht es um die 22-jährige Aiden, die den Sänger Jet kennenlernt. Und es knistert von Anfang an zwischen ihnen, doch sie wehrt sich erbittert gegen diese Anziehung. Und aber je länger Aiden gegen ihre Gefühle kämpft, desto intensiver, desto unkontrollierbarer werden sie. Sie sind wie ein Feuer, das sie verzehrt und das nichts als die Asche ihrer zerstörten Träume zurücklässt. Dramatisch, sinnlich und intensiv. Der New York Times Bestseller erstmals in deutscher Sprache steht hier. Ja, ich bin gespannt. Ich werde da auf jeden Fall reinhören. Und dann hatte ich letztes Jahr im Januar ein Päckchen bekommen von Amazon Publishing, war das, meine ich. Das eine Buch ist vom Zinse Feder Verlag und das andere von Montlake Romance. Und da werde ich auf jeden Fall reinlesen. Sie sprechen zwar noch nicht so wirklich mit mir, die Bücher, aber vielleicht können Sie mich ja doch begeistern. Das eine scheint auch eine Reihe zu sein, nämlich die Bourbon Street Boys von L. Casey. Falscher Weg, richtiges Ziel, also ein Liebesroman. Hier geht es um Tamika, sie führt ein gefährliches Doppelleben. Sie arbeitet für einen russischen Mafia-Boss und für die Polizei. Wie soll das denn gehen? Nur noch wenige Tage, dann wird sie durch ein Zeugenschutzprogramm ein neues Leben fernab von New Orleans beginnen. Doch es kommt alles anders. Siebold, der Mitbesitzer der Sicherheitsfirma Bourbon Street Boys, läuft ihr vors Auto. Dank seiner kompakten Muskelberge passiert dem Typen mit dem unwiderstehlichen Lächeln nichts Schlimmeres. Oder doch? Beide geraten unvermittelt in eine äußerst heikle Lage, die ihr Leben für immer verändern wird. Tamika hat den falschen Weg genommen. Wird sie sich von Siebold zum richtigen Ziel führen lassen? Hört sich aber gar nicht so uninteressant an, muss ich sagen. Werde ich auch reinlesen. So, das vierte ist von Carrie Ann King.
flüstern mir zu. Das sieht so aus. Ein unfassbares Familiengeheimnis, das bis in die nächste Generation nachwirkt. Ein kurzer Anruf, ein altes Foto und plötzlich ist alles anders. Macy hat eine Zwillingsschwester. Ein schockierendes Geheimnis, das ihre Mutter jahrzehntelang für sich behalten hat. Ja, hört sich aber auch gar nicht so uninteressant an. Also ihr seht, ich habe im Januar einiges zu tun. Ja, mein Subabbau ist ja im vollen Gange und Rezensionsexemplare bin ich im Moment auch auf einem sehr guten Stand. Ich möchte die aber einmal ganz runterfahren, dass ich dann mal wirklich in der Position bin, die Rezensionsexemplare sofort lesen zu können. Das ist eigentlich auch mein großes Ziel dieses Jahr. Ja, das war's zu diesem Video. Würde mich mal interessieren, ob euch das auch dauerhaft interessieren würde, dann zu sehen, was in dem Monat die Rache meines Subs ist. Und schreibt mir das gerne in die Kommentare oder zeigt mir das durch einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, euch hat das Video gefallen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!